Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute Nachmittag habe ich Besuch und dann habe ich gedacht, mache ich was Leckeres, Kleineres und da habe ich diese Honigtorte gemacht. Aber auf ganz andere Art und Weise. Es geht ziemlich schnell und wenn ihr natürlich größer wollt, haben, einfach verdoppelt die Menge. Und so sieht er aus, wenn es fertig ist. Es kann man einfach nur klassisch servieren, einfach nur mit den Streuseln. Aber jetzt im Sommerzeit kann man natürlich auch mit Früchten geben. Und ich gebe heute einfach ein paar Erdbeeren drauf. Und natürlich werde ich euch zeigen, wie sieht unsere Torte auch innen drin aus. So, wir schneiden jetzt ein Stückchen ab, dass ihr sehen könnte, wie es innen drin aussieht und schaut, wie schön locker es ist, schön weich. So sieht er aus. Schaut, schöne Schicht und ist so locker und sehr, sehr, sehr lecker. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie habe ich heute diese Torte gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Als erstes gehen wir jetzt ans Herd und werden wir Butter mit Honig und Natron aufkochen. Unbedingt Natron nehmen, nicht Backpulver. Brauchen wir nur halber Teelöffelchen, so viel. So, jetzt gehen wir erstmal ans Herd. So, stellen wir den Töpfchen auf den Herd, geben wir Butter rein und gleich auch den Honig. Hier alle Zutaten zu diesem Rezept sind die unten in die Beschreibung, liebe Freunde. Sehr gut verrühren und lassen wir das sozusagen aufkochen. So, schaut ihr, jetzt das köchelt und sehr stark schäumt. Mit der Hitze ein bisschen runtergehen und dann geben wir schon auch den Natron rein. Und das wird es wirklich sehr schäumen. Passt ihr bitte auf. Könnt ihr gleich schon hochheben. Und wir müssen nicht mehr aufkochen. Der Herd kann man schon ausmachen. So schnell geht das. Wir brauchen diese Masse. So, stellen wir es an die Seite, nicht auf die heiße Herd. Immer wieder die Masse umrühren, dass sie nicht mehr heiß wird. Und dann können wir schon unseren Teig machen. Es ist warm, aber es ist nicht mehr kochen heiß. Bevor wir jetzt den Teig anfangen zu machen, können wir auch schon den Backofen anmachen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und natürlich können wir auch schon Blech vorbereiten. Ich habe schon den Blech mit Papier belegt und ein bisschen mit Backtrennmittel bestrichen, sozusagen eingefädelt. Und jetzt werden wir erstmal die zwei Eier mit Prise Salz kurz aufschlagen und rieseln wir dann den Zucker rein. So, die Eier mit Zucker haben wir cremig aufgeschlagen und jetzt kommt unsere Butter-Honig-Masse rein. Werden wir die eingießen und gleichzeitig aufschlagen. Diese typische Farbe von Honigtorte, diese braune Farbe, es kommt nur durch, dass wir Honig mit dem Butter aufkochen. Das kräftig aufschlage. Nehme erstmal ab, dass nicht tropft und siebe erstmal das Mehl durch. Diese Torte geht wirklich sehr, sehr schnell. So, und jetzt werden wir erstmal nur so langsam umrühren. Fertig. Gießen wir auf den Blech. Möglichst dünn verstreichen und geht jetzt erst in den Backofen
ungefähr zwischen 10 und 12 Minuten. Schaut bitte nach Art eures Ofens und macht einfach den Stäbchenprobe. Es ist ziemlich dünner Teig. Es geht wirklich sehr schnell. So, nach 10 Minuten sieht unser Kuchen so aus. So, ungefähr so eineinhalb Minuten habe ich jetzt ruhen gelassen und jetzt drehen wir das um, dass uns den unten nicht schwitzt, sonst wird dann so feucht darunter. Liegen noch eine und das braucht man natürlich jetzt noch eine Hand, welche nimmt mir den Blech weg. So, und machen wir jetzt so. Ziehen wir das Papier jetzt ab, wie bei dem Biskuitrolle. Genauso. Und werden wir jetzt auch noch unseren Kuchen auch auf 4 Teile aufteilen. So ungefähr, dass sie sind gleich. Kann man auch lineal nehmen und ausmessen. Und jetzt schneiden wir auf die 4 gleiche Quadrate. Ich habe hier mir schon ein bisschen ausgemessen. So, können wir etwas auseinanderziehen, dass sie besser können abkühlen. Ziehe ich etwas an die Seite und werden wir jetzt die Creme zubereiten. Für die Creme brauchen wir Vanillinzucker oder nehmt ihr so ungefähr 2 Päckchen Vanillinzucker oder wenn ihr selber macht, so 2 Teelöffel. Das Schwarze ist es von den Vanilleschoten. Dann 2 Esslöffel Puderzucker, Frischkäse, einfach Sahne Frischkäse und werden wir erstmal das richtig schön vermengen miteinander. So, haben wir gut verrührt. Statt Puderzucker außerdem kann man Milchmädchen nehmen. In Kasachstan haben wir meistens immer Milchmädchen genommen, weil wir hatten groß keine Puderzucker oder mussten wir die selber machen. Und jetzt gebe ich noch einen Becher Sahne. Und danach richtig aufschlagen. Wir brauchen sowas cremige Masse. So. Ich habe ungefähr 3 Minuten aufgeschlagen. Wenn es nicht mehr geht, kann man, ich denke schon, einfach ein Päckchen Sahne fest dazu geben. Aber es hat gut funktioniert. Ein bisschen muss man Lena nur aufschlagen. Ich nehme einfach mein Brettchen. Erstmal werde ich hier alle eine auf die andere drauflegen, dass ich kann die Ränder gut abschneiden. Dass unser Kuchen sozusagen richtig gerade ist. Jetzt werden wir noch ein bisschen korrigieren und die Ränder abschneiden. Die Ränder brauchen wir dann für die Krümel. So, die Ränder kann man jetzt auch noch kurz in den Backofen reinstellen, weil Backofen ist noch warm, dass es richtig so knusprig wird, dass wir es richtig zu so einem so Krümel können machen. Und jetzt die Resthitze können wir dafür nutzen. So, und jetzt in dieser Zeit können wir unsere Torte jetzt zusammen machen. Lassen wir die erste schon liegen und geben wir ungefähr so 2 Esslöffel pro Schicht drauf. Und dann machen wir die nächste und so wiederholen wir mit allen Schichten. Unbedingt darauf achten, dass euch noch bleibt übrig, dass wir die Torte drumherum auch bestreichen können. Und alles schön gut drumherum auch bestreichen. Wenn irgendwo so eine Unebenheit gibt, es ist auch nicht schlimm, weil wir geben danach obendrauf noch diese Streusel. Und das wird alles verdeckt. So glatt wie möglich streichen, Rest wird versteckt. So, ich habe meine Torte auf die Tortenplatte rübergetragen. Und die Abschnitte sind auch schon aus dem Backofen raus. Können wir die einfach so zerkrümeln, kaputt machen.
Wer mag Nüsse, kann natürlich die gehackten Nüsse ein bisschen anrösten und dann oben drauf noch machen. Das ist natürlich nach Geschmack. Klassisch wird es nur mit den Abschnitten, werden die gekrümmelt und wird es gemacht. So, mit diesen Krümeln werden wir jetzt unsere Torte bestreuen. Für die Seiten am besten diese Bäckerpalette nehmen und einfach so nach oben ziehen. Ganz leicht, dass nur an die Creme klebt. Ich war sparsam mit dem Abschneiden, deswegen so viel Krümel habe ich gar nichts. So, dekorieren kann man jetzt zum Beispiel im Sommer, kann man obendrauf einfach ein paar Erdbeeren geben, dann sieht das auch schön aus. Sonst kann man auch so lassen. Oder ich habe schon gemacht mit den Bonbons, Kinderbonbons, so eine Bienchen gemacht und drauf gesetzt. Das sieht auch dann sehr schön, weil es Honigtorte und Bienchen passt einfach frei. So, fertig unsere Torte. So schnell geht es. Jetzt freue ich mich um meinen Besuch und ich hoffe, das wird Ihnen schmecken und dass wir einen schönen Nachmittag zusammen verbringen. Das ist doch was Schönes. So, liebe Freunde, sind wir für heute wieder mal fertig, haben wir uns zum Kaffee was Leckeres gebacken und schaut, sieht ja doch toll aus. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, danach eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder mit euren Freunden. Ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!